Besonders eingenommen bin ich vom Raum der Namen. 81.000 stehen hier namentlich genannt. 81.000 Tote, die Familien hatten und von denen jeder Einzelne ein besonderes Individuum war. In der winzigen weißen Schrift auf schwarzem Untergrund verschwimmen sie unwillkürlich zu jener Masse, als welche sie zu sterben genötigt waren. Ich will sie alle lesen, jedem Klang der Buchstaben in meinem Ohr lauschen, doch es sind zu viele und teils sind sie auf Russisch, was ich nicht verstehen kann. Obwohl es nur einfache Namen sind, geben sie mir das Gefühl, sie sind es, die mir Brücken schlagen zu jener, zum Glück, unerreichbaren Vergangenheit. Sie vermitteln mir ein Gefühl der Nähe des Individuums, ein Bruchstück, an dem ich mich festhalten kann, der Name eines Opfers.